Erwägt deine Schule ein Handyverbot? Lass es nicht zu. Deine Hände würden nervös sein. Was wirst du dir den ganzen Tag ansehen und anhören? Den Lehrer? Auf keinen Fall. Anstatt sich zu ärgern, solltest du deine erste Kampagne starten. Rette das Handy. Wer weiß, vielleicht wirst du ein Anführer. Nicht greifen und stöhnen. Hände weg vom Handy nehmen. Heute die Schule, morgen die Welt. Sammle zunächst überzeugende Gründe, um Mobiltelefone in der Schule zu haben. Selbst wenn deine Schule Handys bereits verboten hat, kannst du Folgendes versuchen. Zuerst überzeuge deine Eltern oder Erziehungsberechtigten. Sie sind deine besten Verbündeten. Hier sind nur einige Punkte, die Menschen, die dich am meisten lieben, davon überzeugen könnten, das Telefon dort zu lassen, wo es hingehört. Bei dir in der Schule. Ein Handy in der Schule zu haben, wird deine Noten verbessern. Sie hören zu. Nun unterstütze diese Idee mit Folgendem. Einige Schüler fahren stundenlang mit dem Bus. Stunden, die man damit verbringen könnte, die Hausaufgaben frühzeitig zu beginnen. Okay, Snapchatten. Aber wir versuchen, die Erwachsenen im Raum zu überzeugen. Warte, sind sie auch auf Snapchat? Großartig. Es ist schon schwer genug, all diese Aufgaben vor dem Schlafengehen zu erledigen, während man mit seinen anderen Aufgaben jongliert. Mit dem Hund Gassi gehen, außerschulische Aktivitäten, andere Verpflichtungen. Es ist schwer, ein Kind zu sein. Mit einem Handy kannst du Hausaufgaben in letzter Minute einreichen. Du wirst das nicht immer tun, aber sag deinen Eltern, dass du danach benotet werden möchtest, was du einreichst, nicht wann du es einreichst. Erinnere sie daran, dass wenn die Hochschulen deine Zeugnisse sehen, sie den Unterschied zwischen Noten, die bedeuten, dass du deine Hausaufgaben zu Hause vergessen hast, und solchen, die bedeuten, dass du nicht gelernt hast, nicht sehen können. Jetzt nicht aufhören, sondern weitermachen. Du kannst das Lesen und Schreiben üben, wie es in der Zukunft sein wird. Die Methoden, die du in der Schule lernst, sollten auch in 20 Jahren anwendbar bleiben, wenn, anstatt kursiv zu schreiben oder schwere Bücher herumzuschleppen, wir Buchinterpretationen online schreiben und lesen werden. Warte, sind wir nicht schon da? Genau! Und falls du dein Handy zu Hause vergisst, verwechselt Mama es manchmal mit ihrem Handy und nimmt es mit zur Arbeit. So verpasst sie den ganzen Tag Nachrichten von ihren Kunden und bekommt stattdessen Nachrichten von deiner Freundin Emma. Karen, die mit Jake Schluss macht, ist eine ziemlich wichtige Nachricht. Aber Mama ist etwas besorgter darüber, mit ihren Geschäftspartnern in Kontakt zu bleiben. Und dein Handy wird einsam. Wie ein Kätzchen, das gestreichelt werden muss. Oder ein Welpe, der sich nach Spielen sehnt, sehnt sich dein Handy nach Aufmerksamkeit. Es bricht einem das Herz, wenn man daran denkt, dass es ganz allein im Regal liegt, ins Nichts vibriert. Okay, vielleicht nicht dieses Argument. Aber wenn du dein Handy hättest, könnte dir Papa eine Nachricht schicken, wenn er zu spät kommt, wenn er dich abholt. Was quasi immer so ist. Mit einem Handy kannst du, anstatt im Regen zu warten, in der schönen, trockenen Bibliothek lernen. Erinnere deine Eltern daran, wie übervorsorglich du bist. Wenn du weißt, wann du Papa erwarten kannst, wirst du dir nicht so viele Sorgen machen. Du kannst auch Papa schreiben, wenn das Baseballspiel, das du spielst, auf Überstunden und zusätzliche Innings hinausläuft. Er könnte es vielleicht sogar noch schaffen. Du kannst Mama wissen lassen, dass die Hauptrolle im Stück krank wurde, sodass du und der Rest der Besetzung früher aus der Probe entlassen werden. Um mit einem Argument zu überzeugen, sei inklusiv. Frag deine Eltern, ob sie irgendwelche Ideen haben, die sie einbringen möchten. Als nächstes überzeuge deinen Lehrer. Benutze alles, was du deinen Eltern gesagt hast, plus... Okay, du musst ganz wissenschaftlich werden. Schnapp dir ein Clipboard und sag das. Auditive und visuelle Lernende können von der Aufzeichnung der Klasse auf ihrem Handy profitieren. Frag aber deinen Lehrer, bevor du ihn filmst. Frage jemanden, bevor du Fotos oder Videos von ihm machst. Aber es ist nicht zu leugnen, dass einige Kinder mehr Informationen behalten, indem sie sich eine Aufnahme anhören, statt Notizen zu lesen. Wenn ein Schüler individuelle Hilfe benötigt, kann der Rest der Klasse Lehrvideos ansehen. Du wirst keine Zettelchen mehr im Unterricht weitergeben, weil du texten wirst. Warte, nee, streich das. Als nächstes überzeuge die Verwaltung. Du weißt schon, die Leute, die die Schule leiten. Indem du einige der oben genannten Dinge teilst, zusammen mit den folgenden Argumenten. Mobiltelefone in der Schule erhöhen das Vokabular der Schüler, indem sie ihnen helfen, coole Wörter wie abschrecken zu lernen. Eine Abschreckung ist das, was jemanden daran hindert, etwas zu tun. Ich werde dir später ein Beispiel geben. Die gesamte Schülerschaft wird sich in nationalen Prüfungen hervorheben. Deine Verwaltung ist nun offiziell an Bord. Und Telefone können den Schülern helfen, aus der Klemme zu kommen. Wie damals, als ein Aushilfelehrer die ganze Klasse hat Verstecken spielen lassen, versteckte sich Jaden im Musikzimmerschrank. Jaden gewann das Spiel. Niemand fand ihn. Aber Jaden konnte seinen Gewinn nicht abholen, weil die Tür zum Schrank blockiert war. Dann begann die Band zu proben. Jaden schrie und schlug gegen die Tür, aber obwohl die ganze Klasse nach ihm suchte, hörte ihn niemanden über die Trommeln und Tubas.
Glücklicherweise hatte Jaden sein Handy. Anstatt in Panik zu geraten, schrieb er ruhig seinen Freunden eine Nachricht und teilte seinen Standort mit ihnen. Auch eine gute Sache. Die Bandprobe dauerte 45 Minuten, aber wenn man es durch eine verschlossene Tür hört, fühlt es sich wie eine Ewigkeit an. Glaub mir, wenn die Verwaltung die Schulband gehört hätte, würden sie Jadens Schmerz teilen. Außerdem könnt ihr euch gegenseitig mitteilen, wann der Hausverwalter den Flur entlang kommt und eine Überraschungsparty organisieren. Ich denke, es wird ihnen gefallen. Wer bringt den Kuchen? Der größte Grund, den du der Verwaltung geben solltest, ist, dass egal was die Regel ist, einige Kinder sowieso Mobiltelefone zur Schule bringen werden. Und einige Eltern, zur Sicherheit und Komfort, werden darauf bestehen, dass sie es tun. Warum sollte man jeden zu einem Bösewicht machen und die Zeit des Lehrers verschwenden, wenn er ständig versuchen muss, Schüler mit Handys zu erwischen, wenn man stattdessen eine Reihe vernünftiger Richtlinien haben könnte, die die ganze Schule versteht? Aber mach deine Eltern nicht zum Komitee für die Erstellung von Mobilfunkregeln, ohne sie zuerst zu fragen. Sie könnten böse werden und dein Telefon konfiszieren. Und zu guter Letzt, überzeuge deine Mitschüler. Ich weiß, die meisten von ihnen sind wahrscheinlich schon an Bord, offensichtlich. Aber du willst sicher gehen, dass sie heiß darauf sind. Du kannst diesen Kampf nicht alleine gewinnen. Du brauchst deine Freunde, die mit dir kämpfen. Also erinnere sie daran, was auf dem Spiel steht. Amy kann mit Kim beim Mittagessen reden, obwohl Kim an diesem Tag krank zu Hause ist. Es ist schön für Kim, sie ist einsam. Es ist auch gut für Amy. Kim ist ihre beste Freundin und Kims Lehrerstuhl macht Amy traurig. Ein Handy wird das in Ordnung bringen. Chandra kann in der Pause Musik machen und eine Tanzparty organisieren. Diesmal ohne Aidens Gesang. Dann kann Chandra dem Sportlehrer ihren Dance-Mix leihen, wenn das Soundsystem der Schule wieder ausfällt. Anstatt Aiden singen zu lassen. Brad kann es benutzen, um mit seinem imaginären Freund zu sprechen. Warte, benutzen imaginäre Freunde imaginäre Mobiltelefone? Wenn ja, was sind denn die monatlichen Gebühren? Apropos Gebühren. Jeden Tag bittet Johnny Ryan, ihm sein Essensgeld auszuleihen. Johnny zahlt Ryan nie etwas zurück. Tatsächlich fragt er nicht einmal wirklich. Er nimmt einfach nur irgendwie Ryans Essensgeld. Johnny, das ist unhöflich. Aber es ist ihm egal und Ryan hat das Gefühl, dass es sinnlos wäre, es dem Lehrer zu sagen. Weißt du warum? Weil Johnny einer dieser Typen ist, die immer damit durchkommen. Er kann seinen Charme aktivieren. Oder die Tränen. Johnny kann jeden Erwachsenen davon überzeugen, dass er unschuldig ist. Aber am nächsten Tag will Johnny wieder Geld. Was können Ryan oder irgendwelche Zeugen tun? Nimm das Ganze auf einem Handy auf. Du weißt schon, um Johnny zu helfen, sich zu erinnern. Wenn die Kamera läuft, besteht eine gute Chance, dass Johnny Ryans Geld doch nicht will. In diesem Fall ist Ryans Handy nicht nur ein Aufnahmegerät, es ist ein Abschreckungsmittel. Hey, da ist dieses Wort wieder. Anschließend, wenn das mysteriöse Fleisch in der Cafeteria Ryan wieder Angst macht, kann er sein Telefon benutzen, um Essen zu bestellen. Und was ist mit dem armen Reese? Er hat sich den Arm gebrochen und jetzt kann er in der Pause nicht mehr klettern. Und klettern ist seine Lieblingsbeschäftigung. Die Pause war einst der eine Teil des Tages, auf den er sich am meisten freute. Aber jetzt sind es nur noch 30 Minuten Langeweile und Enttäuschung. Mit einem Handy könnte Reese mit seiner guten Hand Spiele spielen, anstatt auf das Klettergerüst zu starren. Und nun, du hast es verstanden. Genau wie Reese kannst du dir ein lustiges Video ansehen, um dich aufzumuntern, wenn du einen schlechten Tag hast. Und du wirst nicht erwischt, wie du im Unterricht Zettelchen überbringst, weil du simsen wirst. Frag deine Klassenkameraden nach ihren Ideen und füge deine eigenen Gründe in den Kommentaren unten hinzu. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib dem Video ein Gefällt mir und teile es mit einem Freund. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen werden. Klicke einfach nach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.